Wer gehört zu den Gewinnern und Verlierern dieser Entwicklung in der arabischen Welt? Also einen Verlierer würde ich auf Anhieb mal nennen, das ist Erdogan. Erdogan spielte am Anfang eine entscheidende, wichtige Rolle und man hatte das Gefühl, das ist der Erlöser, der die politische Lösung für einige Länder bringt. Und plötzlich ist Erdogan total verschwunden in der arabischen Welt, ist nicht mehr das Vorbild. Wer sind die Gewinner und Verlierer in diesem Kampf, der im Augenblick da tobt? Ja, also was Erdogan betrifft, muss ich auch verweisen, dass er im Moment der heftigste Gegner die Fethullah Gülen-Bewegung ist in der Türkei, die anfangs gleichberechtigt mit ihm war, aber Fethullah Gülen ist vorsichtig genug gewesen, sich in Philadelphia niederzulassen und wird von Erdogan jetzt angeklagt, ein Agent der Amerikaner zu sein. Das hiesige Haus ist übrigens nicht nach Fethullah Gülen benannt. Gülen, ja, also. Und am Ende, der Staat, der sich durchsetzen wird, ist Iran. Iran, das demokratischste Land der islamischen Welt im Moment. Sicher, die Manchester kann nicht jeder kandidieren. Na, ein bisschen Theokratie haben sie schon. Auch sicher. Die letzte Entscheidung fällt natürlich der Großayatollah Khamenei, von dem man, als er antrat, als der Nachfolger Khomeinis gesagt hat, eine Katze kann kein Tiger sein, aber er ist doch ein beachtlicher Tiger offenbar. Und auch, dass er jetzt den Haurani, der nicht sein Lieblingskandidat war, herangelassen hat, ein Zeichen großer Klugheit. Wer gehört noch zu den Fliegern? Die Moslembrüder. Also wenn man 30.000 Anhänger im Gefängnis hat, dann kann man das sicherlich so sagen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die arabischen Völker in ihrer Gesamtheit sicherlich in der Langfristigkeit Gewinner sein werden, dieser Veränderung. Weil eigentlich das erste Mal nach dem Kolonialismus wirklich eine Vision da ist, wie Freiheit und wie eine Eigenbestimmung sozusagen der Verhältnisse erreicht werden kann. Und ich meine, ich kann nochmal auf Tunesien und das Vorbild Tunesiens in diesem Zusammenhang verweisen. Die Veränderungen, die heute stattfinden, auch in Jemen, die stattfinden. Wir sprechen ja nachher noch über die Gewinner, aber zunächst mal die Verlierer. Okay, gut. Also Verlierer. Im Augenblick sind die Moslembrüder doch Verlierer. Sicherlich muss man heute konstatieren, dass sie sicherlich nicht nur in Ägypten verloren haben, sondern zum Teil auch. Existieren sie praktisch nicht. In Syrien existieren sie natürlich innerhalb der Oppositionsregierung, die da ist. Natürlich sind sie innerhalb, ich glaube, sie stellen zwei oder drei Minister innerhalb der Exilregierung. Aber ich meine, Syrien sind alle Verlierer. Ja, in Syrien gibt es niemanden, der dort ein Gewinner ist. Das Gleiche gilt am Ende auch für die Palästinenser. Man muss auch sagen, dass sie sicherlich auch einer der großen Verlierer der Veränderung der letzten Jahre sind. Weil durch die Veränderungen in der Region das Schicksal der Palästinenser immer mehr in den Hintergrund gerückt ist und gerade die israelische Regierung das auch ausgenutzt hat, um weiter Fakten zu schaffen. Gehört Israel zu den Gewinnern? Im Moment zum Glück mag Israel die Illusion haben, es zu sein. Diese geradezu solche hysterische Feindschaft gegen Iran, die in Israel existiert, das Aufbauschen dieser Atombombengeschichte. Man sagte, Iran, die Atombombe, das sind natürlich überhaupt nichts. Die pakistanische Bombe ist viel, viel gefährlicher. Wird der Iran die Bombe bauen? Wahrscheinlich werden sie jetzt klug genug sein, etwas zu bremsen. Und es sind ja die Amerikaner ja schon ein paar Sanktionen gelockert, um dann wieder den Kongress ruhig zu stellen, der Standing Ovations gibt, wenn Netanyahu dort erscheint. Um den zu besänftigen, haben sie nun den Botschafter bei den Vereinten Nationen, das völlig ungesetzlich ist, den der Iran benannt hat, dem haben sie das Visum verweigert. Das ist eine Geste. Aber da, zur gleichen Zeit, ist Obama dabei, die Sanktionen etwas zu lockern, denn er braucht die Iraner in Afghanistan. Iran hat inzwischen in Westafghanistan relativ hohe geschaffene Irates, also sowieso immer persisches Einflussgebiet, und die Hazara, die dorthin Schiiten, die mongolischen Ursprungs sind,
sind von den Paschtunen früher so verfolgt worden, die sind jetzt in der Zwischenzeit militärisch organisiert worden und sind eine Stütze auch des Irans. Da ist, sie werden den Iran, seltsamerweise gibt es Verhandlungen zwischen Washington und Teheran, ob nicht am Ende die Idioten im Kongress dann doch alles zerschlagen, das weiß man nicht. Aber der Obama, der nun wirklich uns zutiefst enttäuscht hat. Ja, diese Drohnenunternehmen sind von keiner Mord. Da stellt sich mal vor, ein anderer Staat würde auf einmal seine Drohnen in den fremden Staat durchschicken und verdächtige Terroristen dort mit den mit den Kollateralschäden, die sie dann dabei entstehen, die dann ausgeschrieben. Das ist doch, es ist wirklich eine Anmaßung, die selbst George W. in der Form nicht dran. Der kriegt jede Woche eine Liste vorgelegt von so und so vielen Leuten in Somalia, in Jemen oder in Pakistan, die ausgelöscht werden. Wird Israel langfristig zu den Gewinnern gehören? Nein. Da ist Kerry, der wirklich mit einer gewissen Traurigkeit noch dahin gereist hat, er könnte das schaffen, was die anderen nicht geschafft haben. Er hat ja jetzt diese Erklärung abgegeben, die auch heute Morgen noch erwähnt hat, dass Israel in der Gefahr besteht, aufgrund der Natalität der Araber. Es gibt 20% der israelischen Bürger mit Pass, die haben geringe Rechte und sind etwas diskriminiert, aber sind Araber. Und dazu kommen die von der Westbank, dazu kommen Gaza. Also insofern ist die Situation rein demografisch für Israel extrem gefährlich. Und dann hat eben der Mann sagte, es wird also keinen jüdischen Staat dann mehr geben. Und das ist natürlich für Israel unerträglich. Oder aber es entsteht ein Apartheid-Staat. Das ist der amerikanische Staatssekretär, hat das gesagt. Wenn ein Deutscher das sagen würde, würde sofort das Antisemitismus angegriffen. Bei meiner letzten Reise durch Syrien, kurz bevor der Aufruhr begann, habe ich von allen Seiten gehört, ein Palästinenserstaat, Zwei-Staaten-Theorie, die ist vergessen, das ist vorbei, es wird keinen Palästinenserstaat geben. Ist das vergessen? Der ist gar nicht mehr realisierbar. Da muss man auf die Landkarte gucken. Ich schaue ja nicht auf die Landkarte. Da ist zunächst mal die Trennung zwischen Gaza und der Westbank. Und dass die beiden Parteien sich zusammengeschlossen, hat heftige Empörungen in Washington ausgelöst. Das ist das Gegenteil normal gewesen. Und dann, man schaut sich die Westbank an. Das ist ein Schachbrett. Und die israelische Kolonisation ist praktisch fast bis zum Jordantal vorgedrungen. Und das Jordantal ist israelisches Militärgebiet und wird niemals geräumt werden, denn man wird die Grenze nach Jordanien niemals öffnen. Das ist eine Sperrgrenze, die aufrechterhalten bleibt. Wie man unter diesen Bedingungen und den vielen Sperren, die dann existieren, man braucht ja nur mal in der Westbank rumzufahren, man wird da dauernd gestoppt durch irgendwelche. Und gewisse Straßen sind dann für Palästinenser gar nicht zugelassen. Daraus einen Staat noch machen zu können, ist völlig illusorisch. Also nicht das positive Bild, das die eigentlich entworfen haben. Ich habe für Palästina keinen positiven. Für den ganzen ich bleibe dabei, dass wenn wir sprechen von Zeiten des Umbruchs, dann sind das Zeiten, in denen man nicht nach 3 Jahren Bilanz ziehen kann, sondern wo Veränderungen angestoßen worden sind, wo Menschen heute eine Vision haben, den Geschmack von Freiheit und Selbstbestimmung geschmeckt haben und das nicht einfach wieder dahin geben werden. Da bleibe ich dabei. Also die Palästina-Frage ist eine große Frage, die uns viele, viele Jahrzehnte jetzt begleitet hat. Ich teile die Meinung von Peter Scholl-Latour im Bereich auf die Unmöglichkeit eines eigenständigen palästinensischen Staates zu den heutigen Konditionen. Aber das heißt noch lange nicht, dass nicht am Ende die Frage, ob wirklich es beim jüdischen Charakter des israelischen Staates bleibt, der mehr und mehr arabische Bevölkerungsanteile hat, ja, ob das am Ende der Weisheit letzter Schluss ist oder nicht. Und auch innerhalb Israels gibt es erhebliche Widersprüche
zwischen Juden liberaler Herkunft und Juden, die ein sehr konservatives oder zum Teil auch ultraorthodoxes Verständnis haben und vielen, denen es überhaupt nicht so drauf ankommt, die Frage des jüdischen Staates. Muss ein ziviler Staat sein, der all seinen Bürgern gleiche Rechte gibt und dann wird es da kein Problem eines Zusammenlebens geben. Um den Bogen zu schließen. Sie hatten mit der Türkei begonnen. Ja? Und wir hatten ja über Verlierer gesprochen. Es ist kein Zweifel, dass die Türkei aufs Glatteis geführt worden ist von den Amerikanern in Syrien, womit sie ja die erste Frage gestellt haben. Die Türkei, die gerade dabei gewesen war, eine größere Rolle zu spielen mit ihrer Null-Probleme-Außenpolitik, sogar Armenien befriedet hat, Serbien befriedet hat, mit Iran, Irak einigermaßen vernünftige Verhältnisse hatte. Aber mit dem Eintritt von Syrien hat sich die Türkei eigentlich zum größten Verlierer in der Region entwickelt.